grüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute mit deinen spontanen Legungen für dich, und zwar: Was denkt und fühlt dein Seelenpartner heute und was ist sein möglich nächster Schritt? Und bevor ich natürlich mit der Mischung der Karten beginne, lade ich dich herzlich ein, schließe deine Augen und tauche erstmal in der Energie der Kristallschale hinein, und während ich die Karten mischen werde, sende mir deine Gedanken zu. Konzentriere dich, was denkt dein Gegenüber, wenn er an dich denkt? Was denkt er denn, wenn er an dich denkt? Was sind so seine Gedanken, wenn er an dich denkt? Wenn er an dich denkt, was sind so seine Gedanken, wenn er an dich denkt, wenn er an dich denkt, wenn er an dich denkt? Was sind so seine Gefühle, was sind so seine Gefühle? Was sind so seine Gefühle, was sind so seine Gefühle, Fühle, Fühle, Gefühle? Und was ist sein, und was ist sein nächster Schritt? Ja, die Gefühle, die Liebe muss man nicht denken, die Liebe muss man fühlen. Genau. Wow. Ja, großartig, großartig, wie du siehst. Also, es geht in erster Linie, geht es wirklich darum, also wirklich sich selber treu zu sein. Er auch, natürlich sich selber treu zu sein und natürlich auch diese Seelenverbindung auch zuzulassen und zu spüren. Und es geht auch Stück weit wirklich darum, also auf der Gedankenebene, wie du siehst, also denk schon an sich und an dich und auch die Brücke zwischen euch und auch der Herzensweg. Aber das sind so Tagträume, das sind so Tagträume, Gedanken, die also bei ihm auftauchen und wieder mal nicht. Und es geht auch Stück weit wirklich darum, ja, dass er das noch nicht realisieren kann. Weil auf der Herzebene fühlt er einerseits diese tiefe Liebe zu dir und diese Neuanfang und diese tiefe innere Wissen, aber es ist irgendetwas, was ihn hier also generell also auch wirklich blockiert. Wie geht es weiter? Also ich sehe hier wirklich weiter, dass hier das Vorleben hier noch wirklich eine große Rolle spielt. Also dieses Vorleben, und es geht auch ein Stück weit wirklich darum, ja, dass diese tiefe Seelenliebe zugelassen wird. Und ja, die Entfernung spielt hier zwischen euch eine Rolle. Die Entfernung, wirklich, das ist die Blockade. Also ihr könnt jetzt nicht nochmal wirklich bei dem Gegenüber schnell rübergehen. Oder halt, wenn du sagst, doch, das ist jetzt mein Nachbar, ich kann da rübergehen. Die Entfernung bedeutet, dass ihr voneinander schon in gewisser Art und Weise entfernt seid. Entweder habt ihr unterschiedliche Interessen, oder seid ihr aus unterschiedlicher Religion, oder seid ihr so wirklich viel großes altes Unterschied, und das spielt hier eine Rolle. Und wir schauen auch weswegen. Das sind so momentan die heutigen Gedanken. Lass uns doch einfach mal in den Karten des Orakel der indischen Götter schauen, was die Karten für ihn raten. So, die Karten raten ihm, also er soll Frieden finden. Also er soll Frieden finden. Mala Lakshmi, ich finde den Frieden in meinem Herzen. Ja klar, also im Herzen den Frieden finden ist schon wirklich sehr, sehr wichtig. Und wir ziehen natürlich auch eine Karte hier aus diesem Deck. Aha. So, ja, und es soll auf jeden Fall optimistisch sein, denn Optimismus, denke positiv und optimistisch. So wirst du dich glücklich fühlen, konzentriere dich auf das Positive, was du in deinem Leben möchtest, und sei optimistisch, dass es in Erfüllung geht. Und ja, also auf jeden Fall, wir ziehen noch eine Karte für den Seelenmensch. Also es geht darum, die Weisheit, alles Wissen liegt bereits in dir. Du musst dich nur daran erinnern. Es geht wirklich, sich daran wirklich zu erinnern. Und natürlich möchte ich auch nicht, dass du ganz leer ausgehst. Und darum ziehe ich auch für dich eine Karte. Für dich kommt die Heiterkeit. Also sei heiter,
Freude, Lachen, Leichtigkeit und Verspieltheit bringen die Heiterkeit in deinem Leben. Sei immer fröhlich und heiter und erkenne, wie gut das Leben es mit dir meint. Der Engel der Heiterkeit umhüllt dich, ja? Und wir ziehen eine Karte. Oh, du sollst also wirklich dir auch was merken. Natürlich sollst du merken. Da habe ich hier die Reka Spirit Farben. Boah, ich liebe diese Farben. Also Pink und Grün. Ich merke heute ganz klar, was wirklich für mich wichtig ist und von Bedeutung ist. Es gibt so vieles, was wirklich bemerkenswert ist, doch leben wir in der Wertung, so bemerken wir das wirklich Wahre nicht. Merke dir gut, was wie in deiner Erinnerung bleiben soll. Sei für dich selbst bemerkenswert. Also so für dich sollst du bemerkenswert sein. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Wenn das der Fall war, liken, kommentieren, abonnieren und teilen. Bitte, bitte teilen auf Facebook dieses Video, damit ich auch wirklich öfter vorgeschlagen werde bei dem Algorithmus, beim YouTube. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus. Ganz viel Dankbarkeit, dass du mich begleitest und sage bis ganz bald. Namaste, deine Valeria.